Hallo und herzlich willkommen zu einem etwas anderen Video. Heute gibt es nämlich eine kleine Review, denn ich zeige dir mein neues Bullet Journal für 2023. Fürs Protokoll, dieses Bullet Journal von Scribble & Dot in der Ausführung Gold B habe ich mir von meinem eigenen Geld gekauft und das Video ist auch nicht in irgendeiner Art und Weise gesponsert oder unterstützt. Falls du auf der Suche nach einem neuen Bullet Journal bist, beziehungsweise ein Notizbuch oder auch mit Bullet Journaling anfangen möchtest, kann ich dir dieses Notizbuch sehr ans Herz legen. Und ich würde sagen, wir schauen uns das Ganze einfach mal zusammen an. Und zwar kommt das Notizbuch mit einem richtig tollen Cover. Es fühlt sich sehr hochwertig an. Das hat so eine leichte Textur, falls du das im Video sehen kannst. Und ist auch gepolstert, fühlt sich sehr wertig an. Wir haben hier eine Schlaufe für deinen Lieblingsstift. Und hier hinten ist auch noch mal ein Gummi drin. Damit kannst du das Notizbuch verschließen, wenn du es in die Tasche steckst, damit die Seiten nicht auffleddern, damit es immer schön geschlossen ist. Und was ich besonders toll finde, es hat zwei Lesezeichenbänder. Das finde ich immer total praktisch, weil ich habe immer gern eins auf dem aktuellen Weekly und eins nochmal irgendwie auf dem Habit Tracker oder Future Log oder welche Seite ich gerade oft brauche. Und hier hinten ist auch nochmal so eine auffaltbare Tasche. Da kannst du Notizzettel reinstecken oder dein Grid Spacing Guide oder was auch immer du so mit hast. Und wir schauen mal rein. Auf der ersten Seite kannst du hier einmal deinen Namen eintragen und wann du das Journal begonnen hast. Und was sich auch immer anbietet, ist hier nochmal Telefonnummer oder E-Mail-Adresse reinzuschreiben, falls du es mal verlierst oder irgendwo liegen lässt. Ich denke mal, das muss ich nicht extra erwähnen, aber bitte schreib niemals deine Adresse in dein Bullet Journal oder ähnliches. Und hier kommen nochmal so ein paar Copyright-Vermerke und das Logo. Und dann geht es auch schon los mit dem Key. Du kannst hier einmal den Bullet und den Color Key reinschreiben, falls du eins davon benutzt oder auch beides. Und dann gibt es noch drei Seiten mit Index, wo du immer die Seitenzahl eintragen kannst und welche Spreads auf der Seite sind. Die sind nämlich nummeriert. Davon gibt es 160 an der Zahl. Und 160 ist auch die Grammatur dieses Papiers. Es ist auch ein No-Ink-Bleeding-Paper. Das heißt, wenn du damit etwas feuchteren Stiften oder mit Tinte reinschreibst oder zeichnest, dann geht da auch nichts durch. Aber das testen wir gleich nochmal. Die zwei Lesezeichen, die habe ich schon erwähnt, die finde ich richtig toll. Eigentlich nur so bei den richtig teuren von Archer & Olive oder ähnliches zu finden. Und hier hinten hast du nochmal drei Seiten für einen Pentest, falls du dich fragst, kann ich diese Stifte irgendwie in meinem Bullet Journal benutzen? Werden die durchbluten? Wie verhalten die sich auf dem Papier? Dann kannst du das auf diesen Seiten tun. Und genau das machen wir jetzt übrigens auch. Ich habe so ein paar fiese Stifte oder beziehungsweise vielmehr fiese Farben rausgesucht. Und mit fies meine ich jetzt gar nicht, dass die irgendwie schlecht sind oder in irgendeiner Art und Weise negativ, sondern es gibt einfach so bestimmte Farben. Also ich stelle immer wieder fest, das sind welche mit einem hohen Rotanteil, so rötliche Dunkelbrauntöne oder auch so grelle Lilatöne oder so grelle und dunkle Farben im Allgemeinen. Die sind richtig gemein, die scheinen gerne mal durch oder schlagen sogar durchs Papier. Und da habe ich einfach mal querbeet durch alle Marken immer mal so ein paar Farben rausgesucht, die wir jetzt hier testen werden. Und ich mache das folgendermaßen. Ich mache hier immer einen Swatch und bei manchen gehe ich auch ein paar Mal drüber, um einfach zu gucken, wie sich das Ganze verhält. Bei den Tombows ist es so, die sind relativ gut pigmentiert und geben nicht allzu viel Farbe ab, wie andere wasserbasierte Pinselstifte. Deswegen erwarte ich da jetzt nicht großartig was. Ich habe jetzt nämlich auch gerade gemerkt, das war dieses Zögern, was du vielleicht gerade gesehen hast. Ich habe 4 Swatches gemacht und habe keinen Platz mehr, um den Namen der Stifte reinzuschreiben. Deswegen werde ich fortan nur noch 3 machen. Und wir werden einmal die Seite umdrehen und gucken uns an, ob irgendwas passiert ist. Wir sehen, dass wir nichts sehen. Deswegen, wie ich gerade schon gesagt habe, sind wirklich sehr gute Stifte. Lohnt sich auch ein bisschen mehr dazu investieren. Man braucht auch nicht unbedingt alle Farben. Aber so ein paar Tombows. Und weil auch sehr viele die Stifte einfach benutzen und vielleicht wissen wollen, wie das ist. Ist das Notizbuch vielleicht was? Wie ist es mit dem Papier? Da gehe ich jetzt ganz oft drüber mit der Schwarz, wie du gesehen hast. Das waren jetzt insgesamt, glaube ich, 10 Mal. Und da fängt es an, aber wirklich ganz leicht, fängt es an, langsam durchzudrücken. Also so ein paar feuchte Stellen, aber die sind wirklich millimeter klein. Auf anderen Papieren nach 10 Mal drüber gehen,
wäre, glaube ich, die Seite, die hätte wahrscheinlich ein Loch. Deswegen, also spricht fürs Papier, dass es wirklich eine sehr gute Qualität hat. Und wir machen hier einmal weiter mit den Ohuhu Water-Based Markern. Das sind auch Brush Pens, die sind in Tombow so ein bisschen nachempfunden. Und die sind jetzt aus dem Dark Tones Set. Da gibt es drei verschiedene. Und da kannst du auch sehen, dass da nicht wirklich irgendwas durchgeht. Der Fleck, den wir da sehen, der war noch von den Tombows. Und hier geht es weiter mit den Heathrown. Und falls du die Stifte kennst und dich fragst, das sind ja Nummern drauf, wie geht denn das? Die habe ich selbst gelabelt, weil ich möchte einfach gern wissen, welche Farben. Ich habe die auch geswatcht. Und da haben wir mal unser erstes Durchschlagen. Also ich gehe jetzt da immer zwei, dreimal rüber mit den Stiften, die jetzt kommen. Und da merkst du bei Lila, dass es schon so ein bisschen durchkommt. Deswegen, was ich eben anfangs gesagt habe, so bei den lila, rötlichen Tönen, die so besonders grell sind, aber das siehst du auch schon am Papier, dass sich das auch schon so ein bisschen ablöst. Also die Stifte, die geben auch je nach Farbe relativ viel Farbe ab. Und hier haben wir einmal die Arteza Real Brush Pens und die sind nicht mit so einer Filzpinselspitze, sondern mit so einzelnen Härchen. Entsprechend geben die auch so ein bisschen mehr Farbe ab und auch da kannst du sehen, die schlagen so ein bisschen durch, weil die wirklich relativ feucht sind. Ich muss mich übrigens entschuldigen, ich habe so ein paar Fokusprobleme mit der Kamera gehabt. Aber wie das halt so ist bei Zeichen- oder Bullet Journaling-Videos, man kann es halt nicht beliebig oft drehen, sondern einmal gezeichnet. Aber ich sage dann auch immer dazu, welche durchgeschlagen haben. Und hier haben wir die von Ohuhu, die Dual Tip Dot Pens. Die sind den Sieg Dot Pens so ein bisschen nachempfunden. Und die sind deswegen fies, weil du kannst es hier sehen, da wo der Dot ist, da ist es einfach so, das bringt so mit sich, du bist länger auf dem Papier, um so einen dickeren Punkt zu machen. Dadurch bekommt das Papier mehr Farbe ab, sprich sie schlagen wieder eher durch. Wobei, wenn du ganz normal mit denen zeichnest oder mit der dünnen Spitze, da geht nichts. Und weiter geht's mit den Stabilo Swing Cool Textmarkern. Und mit denen habe ich mein September-Theme gemacht, das Back-to-School-Theme. Und da ist es so, dass die nicht wirklich durchschlagen, aber wenn man öfter drüber geht, kann es schon passieren, je nach Papier. Und da sehen wir es auch beim Orangeton, kommt wieder Farbe durch. Ich muss auch sagen, es ist immer so ein bisschen die Mischung. Es ist nicht so, dass bestimmte Stifte durchschlagen oder dass ein bestimmtes Papier viel durchlässt. Also sehr dünnes Papier natürlich eher, aber es ist auch so ein bisschen die Kombi meiner Erfahrung nach. Also nicht alle Stifte funktionieren auf jedem Papier. Und wir machen weiter mit den Faber-Castell Pitt Artist Brush Pens. Da war auch nichts zu erwarten und wie wir sehen können, schlägt da auch nichts durch. Das ist indische Tinte, das ist auch noch mal was anderes und die Stifte sind auch richtig toll. Da habe ich noch auf keinem Papier Probleme gehabt. Dann haben wir noch die Painted Marker von Schneider. Da haben wir einmal die Metallic Marker und die Acryl Marker. Die muss man immer so ein bisschen schütteln und anpumpen. Und da wirst du gleich sehen, da wo ich so ein bisschen angepumpt habe, so das Dot-Problem, da schlagen sie wieder durch. Und ich würde mal behaupten, wenn man jetzt nicht zu oft drüber geht, beziehungsweise auch nur so kurz, wie ich das gerade gemacht habe mit den normalen Swatch, dann würde da auch nichts durchschlagen. Und bei den Metallic-Stiften, da geht nichts durch. Die kann man bedenkenlos auf vielen Papieren benutzen. Da habe ich auch schon auf anderen Papieren mitgezeichnet. Und ja, jetzt kommen die fiesesten Stifte und zwar weiß ich nicht, was sich Faber-Castell dabei gedacht hat. Ich weiß nicht, ob ich irgendwie ein schlechtes Set erwischt habe oder ob ich irgendwas falsch mache, aber die schlagen so stark durch und das sind eigentlich Textmarker. Die benutzt man normalerweise auf Arbeitsblättern, in Schulheften, auf Blöcken, wo das Papier um einiges dünner ist. Und ich finde es so schade, denn die Farben sind so toll und die glitzern auch so ein bisschen, aber ich habe einfach noch kein Papier gefunden, auf dem die nicht durchschlagen. Und das war es auch schon mit dieser kleinen Review. Lass mich in den Kommentaren wissen, wie du das Journal findest, beziehungsweise ob du noch andere Stifte drin sehen möchtest. Vielleicht habe ich die ja zufällig. Und dann habe ich noch einen kleinen Tipp für dich. Du sollst ja die meisten Stifte horizontal aufbewahren und in der Box kannst du das wunderbar tun. Und wenn du mehrere Boxen hast oder vielleicht auch von anderen Journals, dann kannst du die im Regal auch ganz toll aufeinander stapeln und sparst sogar Platz. Wenn dir das Video gefallen hat, würde ich mich über einen Daumen nach oben freuen. Und wenn du gerade noch Zeit und Lust hast, kannst du dir gerne noch weitere Videos von mir anschauen. Und vergiss auch nicht, den Kanal zu abonnieren. Das geht mit einem Klick oder Tipp auf dieses Logo hier. So verpasst du keine weiteren Videos mehr.
Pass gut auf dein Herz auf, du hast nur das eine. Bis zum nächsten Mal.